Ja, meine lieben Savages, ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht und hatte direkt ein Ziel im Kopf. Ich muss unbedingt meinen Cashewbaum komplett von Unkraut befreien. Ich habe nämlich einen sehr, sehr schönen Cashewbaum entdeckt auf dem Savage Camp Grundstück. Ein super Schattenspender. Also muss ich das ganze Unkraut drumherum entfernen. Und mir wurde geraten, bezahl doch lieber ein paar Jungs. Du musst denen nur Peanuts geben und die werden das für dich machen. Setz dich hin und schaue zu, wie die Arbeit erledigt wird. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin ein Savage. Ich habe eine Mission. Ich habe Leute, die mich beobachten. Ich habe eine Community, die mich unterstützt. Es kann nicht sein, dass ich jede kleine Arbeit, die ich selbst machen kann, jemanden übergebe, überlasse. Was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass man erst echte Wertschätzung fühlt und spürt, wenn man selbst seinen eigenen Schweiß, sein eigenes Blut investiert hat. Also gibt es für mich keine andere Option, als selbst Hand anzulegen. Bedeutet, der ganze Unkraut wird von mir mit der Machete beseitigt. Natürlich ist es anstrengend, die Sonne scheint, die Sonne brennt, die Sonne ist gnadenlos, aber ich habe im Fokus stets das Projekt Savage Camp. Ich habe im Fokus alle Leute, die an mich glauben, an das Projekt glauben, alle Menschen, die ihr hart verdientes Geld spenden, damit dieses Projekt erfolgreich wird. Das beste Projekt der Welt, einen Ort der inneren Zufriedenheit, ein Ort der Freiheit, ein Ort der Gesundheit. Das ist meine Motivation. Ich muss Vollgas geben. Ich muss Vollgas geben. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss es selbst tun. Alles, was ich selber tun kann, mache ich selbst. Auch wenn es harte Arbeit bedeutet, auch wenn es heißt, dass ich schwitze, dass ich blute, dass ich leide, das gibt es nicht. Weiter geht's. Ich bin ein Savage, ich bin nicht hierher gekommen, um zu spielen. Ich bin ein Savage, ich bin hier, um diese Mission erfolgreich durchzuziehen. Ich bin motiviert, ich steigere mich rein. Ich bekomme auf einmal neue Energie, ich steigere mich rein, obwohl ich eigentlich schon körperlich fix und fertig bin. Ich gebe alles für dieses Projekt. Und am Ende genieße ich das Ergebnis meiner harten Arbeit. Der Cashewbaum sieht jetzt noch schöner aus. Und ich kann am nächsten Tag mit dem nächsten Projekt beginnen, unter dem Cashewbaum eine wunderschöne Bank hinzubauen aus Holz, damit alle zukünftigen Savage Camp Bewohner diesen Schattenort genießen können. Man kann darunter chillen, sich entspannen, Bücher lesen, Musik hören oder einfach mal ein Nickerchen halten. Dafür arbeite ich, damit die Savage Community sich wohlfühlt. Und dafür lohnt es sich. Mein Name ist Salim und ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr mir vertraut.